Willkommen und willkommen zurück in Feathers, wo wir die ersten paar schweres Wort, Aufgaben hier in Haven gemacht haben. Und ja, wir müssen jetzt hier reingehen und, oh, schon? Cutscene. Low Screen. Die Geißel. Oh. Does it trouble you? Ich frage uns gerade, ob es uns das dieses grüne Leuchtding, was wir an der Hand haben, stört. Was wollen wir denn? Wir haben uns dann gewöhnt. Wir heulen, dass es den die Spalte nicht geschlossen hat. Wir fragen uns, wo es herkommt. Jetzt ist es, ja, wir wollen es weghaben und it's fine. Ja, im Grunde genommen stört es uns ja nicht mehr. Wir können damit ja helfen. It stopped spreading, and it doesn't hurt. We take our victories where we can. What's important is that your mark is now stable, as is the breach. You've given us time, and Solas believes a second attempt might succeed, provided the mark has more power. The same level of power used to open the breach in the first place. That is not easy to come by. Also Solas, der Elfenmagier, der uns quasi geholfen hat mit dem Mark, denkt, dass wir die Spalte endgültig schließen können, wenn wir es noch einmal versuchen. Vorausgesetzt, wir kriegen genug Power auf dem Mark hin. Ja. Klingt gefährlich, klingt lustig. Du hast einen Plan? Mal What zögern harm dran. could there be in powering up something we barely understand? Hold on to that sense of humor. May I present Commander Cullen, leader of the Inquisition's forces? Such as they are, we lost many soldiers in the valley, and I fear many more before this is through. This is Lady Josephine Montelier. Our ambassador and chief diplomat. Anderan Atishan. You speak Elven? You've just heard the entirety of it, I'm afraid. And of course you know Sister Liliana. My position here involves a degree of... She is our spymaster. Yes, tactfully put, Cassandra. Da wollte wohl jemand seiner Position sehr geheimnisvoll beschreiben. Es wurde dann als Spymaster abgetan. Gut. Es ist natürlich eine Freude, unsere Untertanen kennenzulernen. Pleased to meet you all. I mentioned that your mark needs more power to close the breach for good. Which means we must approach the rebel mages for help. And I still disagree. The Templars could serve just as well. We need power, Commander. Enough magic poured into that mark. Might destroy us all. Templars could suppress the breach, weaken it, so... Pure speculation. I was a Templar. I know what they're capable of. Unfortunately, neither group will even speak to us yet. The Chantry has denounced the Inquisition, and you specifically. Yay! Chantry mag uns nicht. Guter Start! That didn't take long. Shouldn't they be busy arguing over who's going to become divine? Some are calling you, a Dalish elf, the Herald of Andraste. That frightens the Chantry. The remaining clerics have declared it blasphemy, and we, heretics, for harboring you. Chancellor Roderick's doing, no doubt. It limits our options. Approaching the mages or Templars for help is currently out of the question. Wir sind also Ketzer. Ah, der Herald von Andraste.
Just how am I the Herald of Andraste? People saw what you did at the temple, how you stopped the breach from growing. They have also heard about the woman seen in the rift when we first found you. They believe that was Andraste. Even if we tried to stop that view from spreading. Which we have not. The point is, everyone is talking about you. It's quite the title, isn't it? How do you feel about that? Ich weiß nicht, mögen wir es? Der Herald einer, der Frau vom Erschaffer zu sein? Oder zumindestens, man weiß nicht genau, ob sie Frau ist, aber sie wird als Frau vom Erbauer angesehen. Ja, ehrlich gesagt weiß ich es nicht. I'm not sure how I should feel. The Chantry has decided that for you, it seems. People are desperate for a sign of hope. For some, you're that sign. And to others, a symbol of everything that's gone wrong. Also ich bin ein Symbol für Veränderung, aber auch ein Symbol für alles, was jemals falsch gelaufen ist. Also stelle ich ein Problem dar. Das ist eine gute Schlussfolgerung. Dann die Frage, ob wir angegriffen werden können. Und die Frage, ob sie diese Spalte überhaupt nicht besorgt. They aren't more concerned about the breach, the real threat. They do know it's a threat. They just don't think we can stop it. The Chantry is telling everyone you'll make it worse. There is something you can do. A Chantry cleric by the name of Mother Giselle has asked to speak to you. She is not far, and knows those involved far better than I. Her assistance could be invaluable. Mhm. Es gibt also eine Chantry-Mutter, die mit uns sprechen möchte und anscheinend uns nicht, wie der Rest der Chantry, oder zumindest der große Teil, große Restteil der Chantry, der noch übrig ist, uns nicht wirklich mag. Aber sie scheinen uns helfen zu wollen. Von daher, ja, warum nicht mit ihr reden, ne? I'll see what she has to say. You will find Mother Giselle tending to the wounded in the hinterlands near Redcliffe. Look for other opportunities to expand the Inquisition's influence while you're there. We need agents to extend our reach beyond this valley, and you're better suited than anyone to recruit them. In the meantime, let's think of other options. I won't leave this all to the Herald. So, das ist unser Kriegstisch. Und hier können wir unsere Kraft, also unsere Power, hier unten, verteilen. Und uns auch neue besorgen durch Events, die auf der Karte angezeigt werden. Und ja. Wie gesagt, die beiden großen Gebiete, in denen wir uns hauptsächlich bewegen, sind Orlais und Ferelden. Also bei Orlais merkt man ziemlich stark, dass das. What have your ears heard, Leliana? Anything new we don't already know rein? About? No, nothing. Dreht ihn einfach hier rein. Orlais ist so ein bisschen französisch angehaucht. Und ah ja, lala. Hier können wir uns neue Areale freischalten, die wir dann erkunden können. Aha. So. Ist auch bisher das einzige Ereignis, was wir überhaupt auf dieser Karte machen können, wie ihr seht. Das ist so ein kleines Objekt, was eben auf die Karte gepackt wird, ne? Und wenn wir weitermachen, werden es immer mehr und wie gesagt, nicht nur hier das eine, sondern auch hier drüben in Orledern, wo gerade gähnende Leere herrscht. Und wir können es. Das zeigt euch später die Inquisition Perks, weil wir haben noch keinen. Da müssen wir erst ein bisschen zu aufsteigen. Aber verschütten wir einfach erstmal aus dem Kaff hier, indem wir das erkunden. Genau hier. Diese drei Optionen hier sind, ich sag jetzt mal, Vertreter eurer Unteranführer hier, die ihr hier gesehen habt. Also Connections. Das ist unser Botschafter. Das ist unsere Spionin. Und das sind eben unsere Streitkräfte, die durch Commander Cullen
vertreten sind. Oh, okay. Sneaky, sneaky. Könnte Mother Giselle sein? Das ist ja auch mal toll. Man hat hier immer so einen kleinen, kommt so einen kleinen Scouting-Report dann. Generell, wenn man irgendwas auf der Karte gemacht hat, bekommt man immer so einen kleinen Reports. Und in dem Fall, was wir hier bekommen haben, ist, dass eben diese, die Hinterlande für uns jetzt begehbar sind. Normalerweise passiert, oder wenn hier andere und die andere Sachen auf der Karte machen, werden hier unten dann andere Belohnungen dargestellt. So. Wollen wir direkt hingehen? Ja! So, das ist jetzt normalerweise, wir können uns hier unser Deck zusammenstellen, unser Deck aus Gefährten. Wir haben gerade nicht viele, deswegen nehmen wir Varric, Cassandra und Solas. Confirm. So, und jetzt wieder Loading Screen of Doom, weil neues Areal. Ja. Und bei euch so? Übrigens, schreibt mir einfach in die Kommentare, was für Entscheidungen wir treffen sollen. Sollen wir uns jetzt mit den, oder soll ich auf die Templer hinarbeiten oder auf die Magier? Was ist eure Meinung? Hinterlasst das, wie gesagt, in den Kommentaren. Und dann werde ich mal sehen, wie ich das umsetzen kann. Werde tun werden wird. Ja, Loading Screen. Die Hinterlande übrigens eines der geschäftigsten Gebiete, die ihr hier in Inquisition erlebt. Und hat auch BioWare schon, ich weiß nicht, ich glaube nach dem ersten großen Patch gesagt, dass man nicht die Hinterlande nur spielen sollte, sondern ganz Inquisition. Werden wir sehen, wie ich das mache. Na komm, du bist jetzt schwarz geworden, Ladebildschirm. Jetzt werd wieder bunt. Und bitte mit Ingame. Content. Kontrolle. Gedöns. Na komm schon. Oh, die Musik kommt zurück. Herald of Andraste. Ah. I've heard the stories. Everyone has. We know what you did at the breach. It's odd for a Dalish elf to care what happens to anyone else, but you'll get no backtalk here. That's a promise. Inquisition Scout Harding, at your service. I, well, all of us here, will do whatever we can to help. Harding, huh? Ever been to Kirkwall's Hightown? I can't say I have. Why? You'd be Harding and... No, never mind. So. Yeah, what's the word out here? Was geht hier so umher? What's the situation out here in the Hinterlands? We came to secure horses from Redcliffe's old horsemaster. I grew up here, and people always said that Dennett's herds were the strongest and the fastest this side of the Frostbacks. But with the Mage Templar fighting getting worse, we couldn't get to Dennett. Maker only knows if he's even still alive. Mother Giselle's at the crossroads helping refugees and the wounded. Our latest reports say that the war's spread there too. Corporal Vale and our men are doing what they can to help protect the people, but... They won't be able to hold out very long. You best get going. No time to lose. Hm. Also im Ninggebiet ist anscheinend der Konflikt zwischen Magiern und Templern sehr gewalttätig und das plagt die gesamte Bevölkerung hier, die anscheinend extrem drunter leidet.
So, das ist unser kleines Forward Camp, was wir hier. Die sind auch toll. Ihr einziger Job ist es, hier zu stehen und diese Flagge zu bewachen. Toll macht ihr das. Richtig toll macht ihr das. So, da ist ein Ausrufezeichen. Das heißt normalerweise Quests. I've news, sir. Oh. What is it? You may want to look into this. Was haben wir bekommen? Gefangenenkäfige. So, jetzt müssen wir mal. Wir haben auch hier so ein Requisition Table. Equip Potions? Nein. Ah, hier. Ah. Jetzt sehen wir mal hier was, ja. Das sind Prisoner Cages. Die geben uns eine Power auf unsere Inquisition rauf. Das brauchen wir dafür. Iron und Ferelden Locks. Die Ferelden Locks bekommen wir, glaube ich, einfach von humanoiden Gegnern. Die werden als Items gedroppt, von denen wenn wir sie ins Jenseits schicken. So. Ja, was machen wir jetzt? Gehen wir mal ein bisschen Erkundung. Schauen wir uns mal die Karte an, so ein bisschen. Oder das, was wir so haben. Aha. Das hier sind Rifts, ne? Also kleine Risse. Und das sind unentdeckte Lager von uns. Hier oben ist Redcliff. Was haben wir hier? Master of Horses. Ach, das ist der Meister mit seinen Pferden, ja. Okay. Erkunden wir einfach mal, wa? Ah, wo geht's hier runter? The Outskirts. So echt immer wieder schön. Oh, Ausrufezeichen. Nicht wundern, ich scanne ab und zu mal gerne nach Kräutern hier. Machen wir auf. Oh, da ist Zettel drin. A letter in an empty home. Prices. Ein neues Kämpfen. Das Magier ankommen. Er weiß, dass er hierher kommen wird. Ah, der Vater hat gesagt, wenn du immer vom Vater abkommst, wird er dich selbst töten. Wenn du hier bist, weißt du, dass er tot ist, aber nicht ich. Aha, ich werde Apostates. Das ist ein Begriff für illegale Magier. Töten. Werde für dich. Old Fennings. Vom alten. Haus vom alten Fennig im Norden warten. Ich habe das Schwert von meinem Vater. Und meine wahren Brüder, die Templer. That may be worth investigating. Oh, Loot! Epic Loot, Epic Loot, Epic Loot, Loot, Loot. Naja, mehr oder weniger Epic. Take all. Diese sieben Sachen. Ah, oh, was ich hier gerade so penetrant sehe. Dass wir Level Up machen können. Varric. Varric ist eher Bogenschütze. Ja, das gebe ich ihm mal mit. Okay, dann machen wir erstmal die Bedrohung von ihm senken. So, Cassandra. Okay. Wir nehmen also das hier heißt, dass sie nicht mehr flankiert werden kann. Das heißt, nicht mehr Zusatzschaden auf sie gemacht werden kann. Und dass es unwahrscheinlicher wird, dass sie ins Wanken gebracht wird. Hm.
Nehmen wir erstmal das nur. Woo, back. Sagt er back. Die Kette, das ist Charging. Das ist der Massentaunt. Der ist auch erstmal nicht schlecht. Also das hier ist, man kann sagen, einfacher Sport. Das ist ein Massensport. Oh, ich hab Soros vergessen. Cooldown Reduction nur. Das ist so nur kurz bevor er stirbt, kriegt er nochmal 100% Schild drauf. Machen wir im Frost, ja, machen wir im Frost. I like. So, haben wir es verteilt. Super. Oh. Elfroot. Oh, noch mehr. Wir lassen kein Kraut stehen. Kein Kraut wird zurücklassen. Oh, ich mag RPGs, in die man springen kann. Wupp, 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 wupp. Und indem man nicht herkömmliche Wege laufen kann. So. Mother Giselle cannot be far. Jo, gehen wir doch einfach erstmal. Machen wir das erste Stück der Hauptstory hier, ne? Und dann schauen wir uns mal um. Hoppla. Hier hat irgendjemand. Achso, das waren diese lustigen. Lustigen Gefährten, die unsere Scouts ausgeschaltet haben. Lebt die denn noch? Ach nee, da steckt was in deiner Brust. Inquisition Forces. They're trying to protect the refugees. Looks like they could use a hand. Vergessen Sie, dass ich das ausschalten kann. I do not think they care, Seeker. Pathetic little bastard. So, wir können looten. Was haben wir hier? Genau, das brauchen wir für die Requisition. Da kommen noch mehr. So, schauen wir mal. We are not Templars. So. We mean you no harm. Doesn't look like they're listening. Die! Hopp. Wo sein, wo sein? Ah. Get over here! Thumbs. Thumbs. Be ready. More coming our way. So, machen wir das hier quasi erstmal ein bisschen sicherer. Mal aus dem Weg räumen. Und rums. Ich glaube, er ist kaputt. Nein. Er ist aber kaputt. Verdammt, wir haben unseren Bogenschützen verloren. Ah. Die Schildkrieger müssen wir mal umdrehen. Damit wir den Schaden anrichten können. Jawohl! Den haben wir mal geschattert hier.
mal eine ordentliche Schelle gegeben. Wupps, wupps. It's done. Woo. Aha. Jetzt haben wir es ja also ein bisschen sicherer gemacht. Das ist ein Inquisitionssymbol. Ah, das Brusthaar. There are mages here who can heal your wounds. Lie still. Don't touch me, mother. Their magic is... Turn to noble purpose. Their magic is surely no more evil than your blade. What? Hush, dear boy. Allow them to ease your suffering. Mother Giselle. I am. And you must be the one they are calling the Herald of Andraste. Ah. Sie hat uns genannt, dass wir der sind, der die Herald of Andraste genannt wird. Ah. Ihr habt für mich gefragt. Ich möchte nicht, dass sie mich so nennen. Sie sind nicht gegen mein Leben. Und ist dies, warum ich hier bin? 4. I'm told you asked for me. I know of the Chantry's denouncement, and I am familiar with those behind it. I won't lie to you. Some of them are grandstanding, hoping to increase their chances of becoming the new divine. Some are simply terrified. So many good people, senselessly taken from us. Also anscheinend die Leute, die uns bei der Chantry runtermachen, sind Leute, die einfach nur hoffen, dass sie die nächste Heilige werden. Und einfach nur ihre Chancen damit verbessern wollen. Und andere sind anscheinend einfach nur komplett eingeschüchtert, weil eben bei dieser großen Explosion, die wir am Anfang gesehen haben, so viele gute Menschen ohne Sinn gestorben sind. Ja, das war eine Tragödie. Ich kann mal auch fragen, ob sie nicht die Chantry unterstützt. Und ich würde mal sagen, dass dies keine Entschuldigung ist. Ja, ich bin mal lieb. What happened was horrible. Fear makes us desperate, but hopefully not beyond reason. Go to them. Convince the remaining clerics you are no demon to be feared. They have heard only frightful tales of you. Give them something else to believe. Anscheinend haben die nur Gruselmärchen über uns gehört. Die Clerics, die noch dort sind. Und sie möchte eben, dass wir dorthin gehen und ihnen was anderes zeigen oder die Wirklichkeit zeigen. Ja, wird das funktionieren? That won't just make it worse. Because you are not human? That too. Let me put it this way. You needn't convince them all. You just need some of them to doubt. Their power is their unified voice. Take that from them and you receive the time you need. Also, sie sagt, dass wir sie nicht mehr überzeugen müssen, vor allem, weil das für uns schwer sein würde, weil wir kein Mensch sind. Was wir einfach noch machen müssen, ist es, Zweifel zu streuen. Weil ihre Stärke ihre vereinten Stimmen sind. Und wenn wir das quasi ihnen wegnehmen, dann bekommen wir Zeit. Zeit, die wir im Moment brauchen, weil wir uns aufbauen müssen. Ja, du bedankst mich mal nett. It's good of you to do this. I honestly don't know if you've been touched by fate or sent to help us, but I hope. Hope is what we need now. The people will listen to your rallying call as they will listen to no other.
You could build the Inquisition into a force that will deliver us. Or destroy us. I will go to Haven and provide Sister Leliana the names of those in the Chantry who will be amenable to a gathering. It is not much, but I will do whatever I can. Also Schwester geht jetzt nach Haven und wird... Corporal Vale is coordinating the Inquisition's efforts in the area. We should speak with him. Red sie mir wieder rein. Aber sie sagt, wir sollen mit Corporal Vale reden. Ich würde jetzt sagen, ich habe es vergessen. Sie hat mir reingeredet. Hast du toll gemacht, Cassandra. Hast du ganz toll gemacht. Ganz toll. Ja, jetzt dreh ich um. Genau, lauf weg, lauf weg. Meh. Bandits, demons, mages and Templars. The refugees are in dire need of help. Ja, sie brauchen unbedingt Hilfe und wir looten ihre Sachen. Oh, kann man was lesen? Letter to revered Mother Giselle. Ah. Okay. Oh. Ah, wenn ihr wollt, dass ich mir Zeit nehmen soll und das quasi euch vorlesen soll. Ich versuche auch schon seit einer Weile. Wo ist denn das Ding? Seit einer Weile, die Schriftausgabe ab, unabhängig von der Steuerausgabe, auch auf Deutsch zu stellen. Aber bisher gelingt mir das nicht. Wahrscheinlich muss ich irgendein Registry. Einen Tag ändern. Bam! Saga of Tridda Brightaxed. Avar Mother. Dwarf Fiend Chieftain. Die Avar sind eine Art Barbarenstamm, die es in dieser Welt gibt. Oh, der Refugee, die möchte was wissen. Please, somebody, my wife needs help. Oh, was stimmt mit deiner Frau nicht? What's wrong with your wife? She gets sick when the weather's foul. Can't catch her breath like cobwebs in her lungs. Our son Hindle makes a potion that lets her breathe. He's the only one who can make it, but he's joined that cult in the hills. Please, get to him and tell him what's wrong. Without that potion, she'll die. Ah, okay. Werden wir mal zu seinem Sohn gehen, damit sein Sohn die Mutter ganz machen kann. Kommen wir hier rein? Wo? Oh. Können wir hier Sachen looten? Nein, aber lesen. Healer's Notes. Low on Airfruit Sand Girl. Wow. Ah. Also anscheinend sind die hier von der Versorgung her nicht wirklich beziehungsweise sind von der Versorgung her abgeschottet, weil irgendjemand die Händler und so immer wieder überfällt. Oh, was ist das? Oh, ein Enchanter. I have heard stories about you, Herald of Andraste. I am Enchanter Elendra. I hope you find a way to end this foolish war. If you're a mage, why aren't you with the rebel mages? I was an enchanter in the College of Equitarians. We wanted tolerance, not war. By rights, I am sworn to join the rebels. But I had friends among the Templars. I will not fight them. I know my own strength.
I have no fear of demons. I will keep to myself and harm none. Farewell. Good day. Huh? So, diese Magierin hat sich nicht den Rebellen angeschlossen, weil sie für Toleranz ist und nicht für Krieg. Weil sie eben auch Freunde auf beiden Seiten hatte. Nicht nur Magier, sondern auch Templer. Ein Jäger. Sprich mit mir, Jägersmann. Was ist das Problem? These people need food. There are rams out in the hills. Good eating, cooks easy, and no lords around to kill you for poaching. Too dangerous to go hunting now. More likely to find mages than luck. Aha. Good luck. Luck won't put fat on your ribs. Also der Kerl, oh, haben wir eine Quest bekommen, dass wir 10 Ram-Meat holen sollen. Ah. Der Kerl kann nicht jagen gehen, weil er Angst davor hat, von Magiern oder so erwischt zu werden, ne? Was ja hier durchaus hohe Wahrscheinlichkeit ist. Oh. Gut. Bowstring. Was haben wir hier? Ist hier irgendwo der Constable? Nicht aus wie ein Constable. Hier geht's schon wieder aus dem Dorf raus. Eisen gewonnen. Hopefully the Inquisition can find some way to help these people. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich in diesem Raum schon war. Im Kreis gelaufen. So. Wo ist jetzt der blöde? Ah, da oben. Das oben sieht aus wie ein Kommando-Posten. Thank you, thank you. Weapon Fragments. Woo. Das können wir zur Untersuchung schicken. Ja, ich auch. Ah, das ist zum Kommandoposten hier. Ah, mit dem Wicht können wir reden. You're with the Inquisition. Corporal Vale, thanks for your help. The Majors and Templars don't seem to care who gets caught in their war. The refugees here are in dire need of help. If the war doesn't kill them, cold or starvation will. Ist ja auch eine interessante Einsicht. Also wenn der Krieg sie nicht töten wird, dann wird die Flüchtlinge... Was? Level up. Okay. Dann wird die Kälte oder der Hunger sie töten. What can you tell me about the man who's supposed to be getting horses for the Inquisition? Horsemaster Dennett. He lives on a farm to the west. Tough old fella. We haven't heard from him. Best we can tell, he's holed up until the Majors and Templars are done killing each other. So, der Stallmeister, von dem wir Pferde bekommen sollten, scheint sich auf einer Farm irgendwo im Westen verbarrikadiert zu haben, bis die Magier und Templer sich damit fertig sind, sich selbst sich gegenseitig umzubringen. So. Na, gucken wir mal, vielleicht können wir ihm irgendwie helfen. You were concerned about refugees starving. Yes. Many of them brought food, but they expected to be home by now, or safe in a city. There's a hunter up the hill who has some ideas. Ich glaube, dem haben wir schon geredet. Da war doch noch mehr. Hier. Is there anything we can do to help people deal with the cold? I asked the Inquisition to send blankets. You'd think I was asking for a wagon of raw Lyrian. A recruit named Whittle is trying to make what we can bring in last. If you have any ideas, talk to him across the road.
Okay, das scheint noch ein Rekrut zu sein, mit dem wir darüber reden können. Anscheinend kriegen wir es, die Inquisition, nicht hin, ihn decken zu senden. Naja. Okay. Farewell. Das heißt, wir haben hier. Ja. Wir haben hier noch einiges zu tun. Dementsprechend werden wir in der nächsten Folge ans Werk gehen. Und bis dahin wünsche ich euch, was auch immer, morgen, Abend, Mittag, nachts. Auf jeden Fall etwas Schönes davon, ne? Und ja, bis zum nächsten Mal.